Sie sind hier, 19. Januar 2019, Update um 12.53 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Serena Williams steht nach einem lockeren Sieg über Diana Jastremska bei den Australian Open im Achtelfinale. Urheberrecht Getty Images. Update: Bei den Australian Open erreicht Serena Williams locker das Achtelfinale. Dort bleibt der Sister Act aus. Andere Mitfavoritinnen mühen sich weiter. Serena Williams, 37, hat auch ihr drittes Match bei den Australian Open in Melbourne im Schnelldurchgang absolviert und ohne Probleme das Achtelfinale erreicht. Die 23-malige Grand Slam-Siegerin aus den USA gewann gegen die 19 Jahre jüngere Ukrainerin Diana Jastremska nach 67 Minuten 6:2, 6:1 und trifft nun auf die Weltranglistenerste Simona Halep. Rumänien: Halep wirft Venus Williams raus. Die Vorjahresfinalistin verhinderte das Schwesternduell durch das 6:2, 6:3 gegen die 38 Jahre alte Venus Williams. Von 9 Matches gegen Serena Williams hat Halep 27 bislang erst eins gewonnen, 2014 in der Gruppenphase des WTA Finals in Singapur. Insgesamt stand Serena Williams in den ersten drei Runden nur 3:06 auf dem Court und damit sogar kürzer als Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Nummer 2, die 3:31 für ihre souveränen Siege brauchte. Serena Williams tröstet Gegnerin. Nach der Lehrstunde tröstete Williams ihre Gegnerin am Netz. Du hast es wirklich gut gemacht. Weine nicht, sagte sie zu Jastremska, die über weite Strecken der Partie sehr nervös gewirkt hatte. Die 18-Jährige war noch nicht einmal geboren, als Williams 1999 bei den US Open ihren ersten Grand Slam-Titel gewonnen hatte. Alle Partien und Ergebnisse im Überblick: Osaka und Svitolina mit Problemen. Die Mitfavoritinnen Naomi Osaka 21 und Elina Svitolina 24 haben das Drittrundenaus bei den Australian Open in Melbourne gerade noch abgewendet. Die US Open-Siegerin Osaka aus Japan setzte sich nach 2 Stunden gegen Hasi Sui, Taiwan, 5:7, 6:4, 6:1 durch. Die Ukrainerin Svitolina, Siegerin des WTA-Saisonfinals in Singapur, bezwang Zheng Shaoai, China, 4:6, 6:4, 7:5, beide Spielerinnen lagen schon deutlich zurück. Osaka, Nummer 4, drehte im zweiten Satz einen 1:4 Rückstand gegen Hasi, die in der Runde zuvor Laura Siegemund aus dem Turnier geworfen hatte. Svitolina, Nummer 6, holte im entscheidenden Durchgang ein 0:3 auf und zog nach 2:55 ins Achtelfinale ein. Von Sportinformationsdienst.